Hallo, vielen von euch ist das Wort Erasmus bereits ein Begriff. Wenn man sagt, auf Erasmus gehen oder auf Erasmus sein, dann meint man damit, einen Teil seines Studiums im Ausland zu verbringen. Aber wusstet ihr, dass die Idee des Erasmus auf die 80er Jahre zurückgeht und dass diese Fördermaßnahmen sogar gesetzlich angeordnet sind? Zuallererst Erasmus. Was bedeutet das eigentlich? Dieses Akronym steht für European Community Action Scheme for the Mobility of University Students und ist nach dem Renaissance-Humanisten Erasmus von Rotterdam benannt. Dieser wollte eigentlich Theologie in den Niederlanden studieren, musste dann aber wegen einer Pestepidemie nach Frankreich. Seinen Doktor machte er dann in seinem Auslandsjahr, wenn man so will, in Italien, in Turin um 1510. Damals war alles auf Latein, das heißt für ihn zumindest auf akademischer Ebene keine große Umstellung. Heute ist die grenzüberschreitende Mobilität für Studierende in Europa durch die Schaffung des gemeinsamen Hochschulraums ermöglicht. Dieser gemeinsame Hochschulraum wurde erstmals durch die Bologna-Erklärung genau definiert und geht weit über die Grenzen Europas hinaus. Die Bologna-Erklärung ist eine rechtlich unverbindliche Absprache zwischen den Bildungsministerinnen und Ministern von mittlerweile 47 Staaten. Und zu den Partnerländern gehören auch etwa Russland und die Türkei. Aber wo steht das geschrieben? Die Idee eines gemeinsamen europäischen Hochschulraumes ist im Vertrag der Arbeitsweise der Europäischen Union, nämlich dem sogenannten AEUV, verankert. Dieser bildet gemeinsam mit dem EUV die vertragliche Grundlage der Europäischen Union. EUV, AEUV, was ist das eine, was ist das andere? Kurz erklären könnte man das so. EUV sind die Werte und Ziele der EU. Was wollen wir? AEUV, nämlich über die Arbeitsweise, sind die konkreten Politiken zur Umsetzung dieser Werte und Ziele. In diesem AEUV, in diesem Vertrag über die Arbeitsweise, findet sich unter anderem der Artikel 165. Die Union trägt zur Entwicklung einer qualitativ hochstehenden Bildung dadurch bei, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kultur und Sprache erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt. Was bedeutet das? Dieser Artikel besagt im Wesentlichen, dass der EU Sport, Bildung und Jugend wichtig sind und dass der europäische Gesetzgeber Fördermaßnahmen zu setzen hat. Die berühmteste dieser Fördermaßnahmen ist das Erasmus-Plus-Programm. Durch diese Verordnung sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Erasmus zu ermöglichen. Tun sie dies nicht, so kann es im Extremfall zu einem bestimmten Verfahren führen, in dem letztendlich der EuGH darüber entscheidet, ob nicht unter Umständen auch die Mitgliedschaft suspendiert wird. Ist aber extrem unwahrscheinlich. Übrigens, die Kommission will in Sachen Money noch einen drauflegen. Für die nächste Haushaltsplanung 2021-2027 will sie das Budget verdoppeln, nämlich von 14,7 Milliarden auf 30 Milliarden. Laut Berechnungen sollten dann dreimal so viele Studentinnen und Studenten in Erasmus gehen können. Falls ihr Lust bekommen habt, ein Semester oder länger im Ausland zu verbringen, könnt ihr euch beim International Office der Uni Wien melden.